Kindswohlgefährdung, KWG. Was ist das? Ich versuche mir eine Annäherung in diesem Video. Welcome at ActTV. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und YouTube-Aktivist und dies ist mein YouTube-Kanal. Was ist denn die Kindswohlgefährdung? Das Beste ist, das Gesetz kennt den Begriff, aber es definiert den Begriff nicht. Und damit ist man auf verschiedene Quellen angewiesen. Natürlich gibt es im BGB verschiedene Hinweise. 1632 Absatz 4 zum Beispiel spricht davon, wann eine Gefahr ausgeht. 1666.1 nennt den Begriff. 1682, 1684 und so weiter. Aber letztlich sind das alles nur Hinweise, keine gesetzlichen Definitionen. Die beste und im Übrigen auch kostenfrei einsehbare Publikation, die sich mit dem Begriff auseinandersetzt, ist das sogenannte Handbuch Kindswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst. Weblink kann man über die Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend abrufen bzw. unter db.dji.de/asd/. Links natürlich wie immer unten abzurufen. Natürlich könnt ihr euch dieses Buch auch bestellen und werdet dann letztlich mit dem Inhalt dieses Buchs auseinandergesetzt, sowohl auf rechtlicher als auch auf tatsächlicher Schiene. Da werden die Begrifflichkeiten definiert, eben unter anderem, was ist unter Kindswohlgefährdung zu verstehen. Ja? Ausgeführt eben, dass im Zentrum der rechtlichen Verordnung der sozialen Konstruktion Kindswohlgefährdung 1666 steht. Logisch, das ist der Paragraph, der dem Gericht die Möglichkeit nimmt, ein Kind wegzunehmen, obwohl da eben das Kindswohl nicht definiert ist. Ja? Ohne Rücksicht auf sozialwissenschaftliche Entwicklungen, ja, ist dieser Begriff in der Rechtsauslegung verblüffend konstant geblieben. Alles geht also auf Januar 1900 zurück und damit 117 Jahre. Und das macht wohl deutlich, dass diese gesetzliche Situation mehr als zwingend überarbeitet gehört. Trotzdem ist das Handbuch ASD nicht ganz verkehrt, weil es jedem, der um sein Kind kämpft, verschiedene Möglichkeiten der Argumentation aus der Hand, an die Hand gibt. Man muss einfach auch ein bisschen nachschauen. Zum Beispiel in der Fußnote 8 im Kapitel 4, was ist unter physischer Misshandlung zu verstehen? Kapitel 5. Dort eben die Randnummer 8 und da kommen jetzt gleich wieder die Hater und sagen, der Langhans unterstützt das Schlagen von Kindern. Blödsinn. Ich zitiere nur Heinz Kindler und Heinz Kindler ist alles andere als eine unbekannte Person. Er berät die zuständigen Gremien immer wieder. Er ist vor allem auch alles andere als jemand, der das Schlagen von Kindern gutheißt. Aber er zitiert einfach den wissenschaftlichen Stand. Ja, nämlich der, dass körperliche Bestrafungen in Deutschland nach 1631 Absatz 2 BGB vollständig untersagt sind, dass aber eben auch körperliche Strafen, die mit einem geringen Einsatz von Zwang oder Gewalt ausgeführt sind und kein Verletzungsrisiko bergen und die für das Kind erkennbar erzieherischen Zwecken dienen, keine körperlichen Kindesmisshandlungen sind. Er formuliert es anders, von körperlichen Kindesmisshandlungen deutlich zu trennen sind, kommt aber auf selbe raus. Ja? Solche Bestrafungen sind nach dem wissenschaftlichen Stand, nach Baumrind und La Celere, nicht mit erheblicher Beeinträchtigung des Kindswohls verbunden. Es gibt sogar letztliche wissenschaftliche Studien, die sagen, in einem bestimmten Kontext wären diese sogar förderlich. Wie gesagt, das ist wissenschaftlicher Müll, der mich an der Stelle nicht interessiert, aber man muss ihn zur Kenntnis nehmen, wenn euch vorgehalten wird, dass ihr eurem Kind eine Ohrfeige gemacht haben sollt, dann stellt sich eben die Frage, geringer Einsatz von Zwang oder Gewalt, Verletzungsrisiko für das Kind erzieherischer Zweck, und dann seid ihr eben da.
Das ist jetzt ein Beispiel, ja, wie ihr mit Vorwürfen umgehen könnt und wie ihr euch dem Begriff der Kindeswohlgefährdung annähern könnt. Weitere Kapitel sind eben psychische Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch, Münchhausen bei Proxy, Schütteltrauma, missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, unverschuldetes Versagen von Eltern, unzureichender Schutz vor Gefahren durch Dritte und was ist unter einer das Wohl des Kindes nicht gewährleistenden Erziehung zu verstehen. Ich kann nur anraten, sich dieses Handbuch zu Rate zu ziehen, zu Gemüte zu ziehen. Die Aspekte, die für euer Verfahren je nach Vorwurf eine Rolle spielen, durchlesen und daran das Haar in der Suppe suchen. Ja? Und selbst wenn ihr dort nur die Vorurteile findet, die man euch entgegenhält, wisst ihr ja, wie die Gegenseite argumentieren wird. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil. Diesen Vorzug, den dürft ihr nicht so ohne weiteres beiseite schieben. Deshalb, der Begriff der Kindeswohlgefährdung ist in Deutschland nach wie vor unzureichend definiert. Er ist über 117 Jahre alt, ohne eine konkrete Entwicklung. Wir haben letztlich nur unzureichende Hinweise über das ganze Gesetz verstreut, was es natürlich nicht leichter macht für Eltern, sich dieser Begrifflichkeit bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten anzunähern. Und ja, ist deshalb auf der einen Seite der wichtigste Begriff und auf der anderen Seite der, der im Gesetz nicht wiederzufinden ist. Ich hoffe, dieses Handbuch ASD hilft euch ein bisschen in konkreten Fällen. Ansonsten kann man sich mit einem Blick, da habe ich ja das andere Video heute gemacht, auf § 138a BGB verhelfen. Da sieht man dann nämlich, dass es in anderen Ländern sehr wohl bessere Definitionen des Kindeswohls gibt und damit auch Verstöße und damit die Kindeswohlgefährdung besser definiert ist. Ja? Wenn ihr einzelne Fragen habt oder wenn ich die einzelnen Kapitel durchgehen soll für euch, dann macht doch einfach einen Kommentar, gebt mir ein Like oder subscribt meinen Channel. Wir sehen uns. Servus.